aufregend. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen, andere vermehren und wie es weitergeht. Ja, noch ein Tag und dann ist Weihnachten. Und das Jahr ist bald zu Ende und es gab in diesem Jahr unheimlich viel zu sehen auf unserem Kanal. Ja, das war wirklich interessant, spannend und vor allen Dingen ja auch für mich sehr lehrreich. Wir haben viel erfahren, nicht nur durch das, was ich hier mache, sondern auch durch eure Erfahrungen, die ihr mir geschrieben habt. Also das ist einfach nur genial gewesen und dafür erstmal ganz lieben Dank. Ja, als allererstes kommen wir jetzt nochmal zum Thema Gießen. Ich werde immer wieder gefragt, wann muss ich meine Pflanze gießen und worauf muss ich da achten und dergleichen. Im Prinzip haben wir das alles schon mal durchsprochen oder angesprochen, aber da ich immer wieder gefragt werde, wie das Ganze funktioniert, wie man das machen sollte, werden wir das gleich ganz kurz thematisieren, aber auch nur kurz, weil eigentlich ist es ja, naja, was soll's, machen wir einfach. Hier haben wir jetzt die Lonizera Sämlinge. Ja, die stehen doch unter Zusatzlicht hier im Raum, warm und sie wachsen tatsächlich weiter. Das ist ja eigentlich eine Outdoor-Pflanze, die Lonizera, und die hatten wir hier durch Samen vermehrt. Das ist, die haben ruckzuck gekeimt, das hat also wunderbar funktioniert. Von daher bin ich, ja, wie soll man sagen, erfreut darüber, dass wir das tatsächlich ausprobiert haben. Weil eigentlich sagt man ja, ach geht nicht, macht man nicht und tralala. Nicht lange lachen, einfach machen. Ja, das ist so cool. Das Ganze, ja, wie soll man sagen, durch solche Erfahrungen können wir im Laufe der nächsten Jahre noch viel mehr mitnehmen. Aber das werden wir alles mit der Zeit dann sehen. Hier haben wir jetzt einen Wasserstädtling, auch eine Lonizera. Die haben wir vor langer, langer Zeit hier reingesteckt. Auch die steht im Zimmer unter Zusatzlicht warm, wird auch gedüngt. Und allerdings immer nur einen kleinen Schluck, so alle paar Wochen. Aber ja, der Pflanze geht's gut, sie sieht kräftig aus. Wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen von nahem an, also etwas näher. Ich würde sagen, das machen wir jetzt als allererstes und dann ja, kommen wir nochmal zum Gießen. Und dazu werden wir uns diesen Ficus herannehmen. Mal gucken, ob ich das da eventuell ja, so erklären kann, dass es dann auch jeder versteht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann, vielleicht nicht so richtig. Ist aber nicht so tragisch, denn wir holen den Kandidaten jetzt hier heraus aus dem Wasser. Die Lonizera, man sieht also, sie ist grün. Wird, wie gesagt, auch gedüngt. Alle paar Wochen ganz kleinen Schluck vom angesetzten Dünger hier mit reingießen. Also nicht komplett in Düngerlösung, sondern einen kleinen Schluck einfach mal mit reinsetzen. Man sieht auch an der Algenbildung, dass hier also ausreichend Nährstoffe drin sind. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den hier so ohne weiteres herausbekomme. Dann vorsichtig herausziehen. Tada, 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 tada. Ich glaube, ich lege mal eben hier was drunter. Plup. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das sieht richtig geil aus. Man sieht, die Pflanze ist kräftig grün, hat richtig cooles Wurzelwachstum. Das ist also echt genial. Und das sieht so richtig geil aus, wenn die Wurzeln jetzt so bleiben würden und dicker werden. Das wäre auch cool. Also lassen wir ihn einfach weiter drin stehen. Bis zum Frühjahr und vielleicht holen wir dann raus oder lassen wir weiter drin stehen, wie auch immer. Das Ganze ist natürlich ein Experiment, um zu sehen, was geht oder nicht geht. Aber man sieht, es lohnt sich wirklich selber zu experimentieren und zu machen. Auch wenn manches manchmal nicht klappt, ist nicht so tragisch. Einfach weitermachen und Erfahrung sammeln. Und mit der Zeit ja, kommt man auf die, wie sagt man so, schön dümmsten Ideen. Auf die dümmsten Ideen, ja. Sowas entsteht dabei. Also das sieht so schon richtig cool aus und ja... Also das reizt mich jetzt ehrlich, den so einzupflanzen, wie es ist, wie er jetzt ist. Aber das machen wir jetzt auch nicht. Wir lassen noch weiter im Wasser stehen, da wir sehen wollen, was weiterhin mit dieser Lonizera im Wasser dann passiert. Und bis jetzt ist das richtig cool. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den hier wieder reinbekomme. Dazu drücken wir die Wurzeln vorsichtig einmal zusammen. Ja, rein ist dann nicht so einfach wie raus. Aber es geht auch, jawohl, das ist auch ein bisschen schütteln, dass die Wurzeln unten wieder frei liegen können. Ja, ich würde sagen, das wird sicherlich noch sehr spannend werden mit dieser Lonizera, wie die sich im Laufe des Winters weiterentwickelt bis zum Frühjahr und ob wir, wie gesagt, sie dann rausholen, einpflanzen oder weiter im Wasser kultivieren, was natürlich auch cool wäre. Ich glaube, das Thema werden wir voraussichtlich dann im nächsten Jahr weiter thematisieren, auf gut Deutsch gesagt, also Pflanzen im Wasser heranziehen. Das ist eine richtig, richtig geile Sache. So, dann kommen wir jetzt zum Gießen und das erkläre ich euch, wie gesagt, am besten bei dem Ficus Benjamini, den wir vor kurzem umgetopft hatten. Der hat gut Wurzeln gemacht, wie man sieht. Und ich mache mal eben kurz eine andere Einstellung. Gießen, gießen, wir wollen die Pflanzen gießen. So, hier haben wir jetzt den Ficus Benjamini, den wir vor kurzem umgetopft hatten.
Er ist auch noch nicht so lange hier in den Behältnissen drin und man kann hier im unteren Bereich erkennen, hier bilden sich überall Wurzeln, im unteren Bereich wohlgemerkt, im oberen Bereich kaum. Und das ist auch ganz normal bei Wurzeln, die wollen halt in die Tiefe wandern. Im Klartext, hier unten ist es feucht, hier oben ist es trocken und wir sehen trotzdem, hat die Pflanze noch ausreichend Feuchtigkeit, um sich zu versorgen. Also das Allerwichtigste, darauf achten, dass die Oberfläche nie pitsche-patsche nass ist. Das fühlt man einfach mit dem Finger mal, wenn man es nicht sehen kann, ob das da drin noch feucht ist oder nicht. Ruhig so 2-3 cm tief mal reingraben mit dem Finger. Und wenn das dann noch feucht ist, ist das vollkommen ausreichend auch für die Pflanze. Und wenn man dann wieder gießt, man denkt, okay, jetzt doch zu trocken oben, dann einen kleinen Schluck Wasser dabei geben und nicht das Ganze pitsche-patsche nass machen, denn das Wasser sackt von oben nach unten und hier unten sammelt sich das Wasser, auch wenn Löcher unten drin sind, denn der Boden hält die Feuchtigkeit. Und wenn das hier unten zu nass wird, dann kann es durchaus sein, dass diese Wurzeln, die sich hier unten bilden, vorzugsweise bei den Pflanzen, dass die anfangen zu faulen. Und von daher ist ganz wichtig, also darauf zu achten, dass die Erde gerade im oberen Bereich nie richtig nass ist, denn das Wasser sackt nach unten mit der Zeit und dann können die Wurzeln tatsächlich anfangen zu faulen. Ja, wie man sieht, es ist noch ausreichend Feuchtigkeit drin, im Ficus Benjamini geht es noch richtig gut und von daher also wirklich nur gießen, wenn es notwendig ist. Ja, anders verhält sich das natürlich bei Pflanzen, die schon längere Zeit im Topf sind, denn dort ist viel mehr Wurzelraum. Das heißt, die Pflanze nimmt viel mehr Wasser auf. Wir haben jetzt hier nochmal den Ficus, die Feige. Und ja, bei der ist jetzt so, der Topf ist komplett durchwurzelt, auch wenn der obere Bereich trocken ist. Wenn der obere Bereich trocken ist, sollte man auf jeden Fall wieder gießen. Bei solchen Pflanzen ist es sogar besser, wenn man sie nach Möglichkeit taucht. Also das heißt, also die ganze Pflanze irgendwo in eine Schale reinstellen, gießen von oben und das Ganze drin stehen lassen, bis der Topf sich vollgesogen hat. Das ist für solche Pflanzen wesentlich besser. Hier, also gibt es nicht so einen kleinen Schluck mal beigeben, dann kann es ganz schnell passieren, dass die Pflanze mal zu trocken wird. Also wir sehen das hier, der Wurzelraum ist sehr kräftig durchwurzelt. Man kann erkennen, sehr viele Feinwurzeln bilden sich auch im oberen Bereich hier. Und von daher ist hier also wichtig, dass man dann doch einmal kräftig gießt, das Ganze wirklich taucht und dann die Pflanze für ein paar Tage wieder in Ruhe lässt. Man sieht das dann an der Oberfläche, wenn man hier dann fühlt, dass, wenn das wieder trocken ist, dann kann man diese Pflanze tatsächlich wieder gießen und auch komplett nass machen. Denn diese Wurzeln verbrauchen viel mehr Wasser als die, die wir gerade beim Ficus, der frisch eingetopft wurde, gesehen haben. Von daher ist es also hier ganz wichtig, dass wir hier darauf achten, doch mehr zu gießen als zu wenig. Ja, ich denke mal, das waren jetzt zwei Exemplare, wo man das einigermaßen verdeutlichen konnte. So, dann kommen wir nochmal zum Gießen. Sukkulente, also die wasserspeichernden Pflanzen, die haben ja hier ein dickes Gewebe, wo sie Wasser drin speichern. Die brauchen nicht so viel gegossen werden wie andere Pflanzen im Allgemeinen. Man kann es hier sehen, also die Oberfläche ist richtig trocken. Hier kann ich also auch 3-4 cm tief reinpoolen. Hier ist also keine Feuchtigkeit mehr drin, das ist richtig trocken. Ja, aber wenn ich hier unter den Topf gehe oder schaue, dort sehen wir, hier ist alles dunkel. Also die Löcher, die hier sind, sind alle dunkel. Das heißt also, hier unten ist noch Feuchtigkeit drin vorhanden. Das ist noch vollkommen ausreichend für diese Sukkulente, Kakteen, Kaktus, wie auch immer. Ich hoffe, dass mir das jetzt gelingt. Der ist noch nicht ganz so lange hier im Topf drin. Ich werde ihn ganz vorsichtig mal drücken, mal gucken, ob wir den herausheben können, dass wir das eventuell sehen können. Wenn nicht, ist dann auch nicht ganz so tragisch. Ich denke mal, das alles, was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich selbstredend logisch. Versuch es. Nein, geht nicht. Drücken wir mal ein bisschen besser. Fester. Ich kann ja auch gleich wieder einpflanzen, wenn es nicht anders ist. Komm her. Komm. Zu Papa. Komm. Yeah. Also, hier kann man es tatsächlich sehen. Der untere Bereich ist noch nass, also ist noch feucht. Also diese Sukkulente braucht tatsächlich noch kein Wasser. Manchmal ist es also auch vollkommen ausreichend, wenn man mal unter den Topf guckt, ob dort noch die Erde feucht ist oder nicht. Und bei den Kakteen ist es so, die können auch, selbst wenn der Topf mal komplett trocken ist, bis unten hin, eine ganze Woche trocken stehen, das macht denen überhaupt nichts. Aus einem ganz einfachen Grund, die haben überall Wasser gespeichert und können sich damit selbst versorgen. Wenn die Pflanze natürlich anfängt, welk zu werden, dass das einschrumpelt, dann ist natürlich höchste Eisenbahn zu gießen. Aber ich denke mal, was ich jetzt erzählen wollte, ist eigentlich verständlich, denn diese Pflanzen, die speichern Wasser und da kann der Boden tatsächlich auch mal komplett austrocknen. Das ist diesen Sukkulenten auch wesentlich lieber, als wenn sie nass stehen. Und wenn sie nass stehen, dann können die Wurzeln tatsächlich anfangen zu faulen. Und ein anderer Aspekt ist noch zu berücksichtigen, wenn man feuchten Boden ständig hatte, dann nisten sich ja auch schnell mal Schädlinge ein. Und von daher ist es gar nicht so verkehrt, mit dem Gießen sich etwas zurückzuhalten, damit das Ganze alles wesentlich besser funktioniert. Und das ist im Prinzip der grüne Daumen, wie man so schön sagt. Man muss einfach die Erde beobachten, wo die Pflanzen drin wachsen.
So, hier haben wir nochmal die Lonicera. Die stehen ja in einem ganz kleinen Behältnis. Also man sieht, Erde ist hier nicht sehr viel drin. Das war zur Aussaat gedacht. Man könnte sie eigentlich jetzt pikieren, also umpflanzen wieder. Aber ich lasse im Moment noch drin. Aber auch hier soll kurz erwähnt sein, wenn das Wurzelwachstum so schön im Gange ist, dann kann man die Erde feucht halten. Aber auch hier darauf achten, dass sie nicht pitsche-patsche nass ist. Also wirklich warten, auch bis hier die Oberfläche anfängt wieder abzutrocknen. Allerdings muss man hier bei solchen Gefäßen etwas vorsichtiger sein. Denn wenn man das dann doch mal verpasst, 2-3 Tage nachzugucken, kann es durchaus sein, dass der Topf dann komplett durchtrocknet und dann leiden die Pflanzen. Die bekommen dann ganz schnell braune Blätter. Also da muss man schon etwas besser kontrollieren. Aber auch hier, wie gesagt, nicht pitsche-patsche nass halten. Das Ganze gießen, wässern und dann darauf achten, sobald die Oberfläche abtrocknet, dann wieder einen kleinen Schluck Wasser dabei geben. Ja, und das zeige ich auch jetzt hier noch beim Ficus Microcarpa. Den hatten wir vor kurzem umgetopft. Das ist ein Steckling, den wir im Wasser bewurzelt hatten. Und hier kann man sehr schön sehen, das Wurzelwachstum ist hier also im unteren Bereich. Also hier nimmt die Pflanze das Wasser auf, nicht hier oben. Hier kann die Pflanze kein Wasser aufnehmen, da hier keine Wurzeln vorhanden sind. Man sieht, der Topf ist jetzt durchgehend feucht. Nicht pitsche-patsche nass, er ist aber feucht. Und erst wenn also tatsächlich hier die Oberfläche wieder abtrocknet, so 2-3 cm, dann können wir wieder einen kleinen Schluck Wasser hier hineingeben. Aber auch nicht so viel, dass das, wie gesagt, im Sumpf steht oder pitsche-patsche nass ist. Nur einen kleinen Schluck und dann das Ganze weiter beobachten. Ja, und wenn der Topf etwas kräftiger durchwurzelt ist, wenn die Pflanze kräftiger gewachsen ist, also höher wächst, dann muss man hier im Gießverhalten das ein bisschen ändern. Das heißt, dann kann man wirklich den Topf komplett durchnässen und dann das Ganze beobachten, sobald die Oberfläche abtrocknet, wieder wässern. Ja, man sieht also, gerade bei Jungpflanzen muss man dann doch ein bisschen vorsichtiger sein, denn mögen es nicht, wenn sie wirklich ständig nass sind, dann können die Wurzeln schnell anfangen zu faulen. Und wie vorhin erwähnt, es bilden sich schnell Schädlinge, die sich hier einnisten in der Feuchtigkeit, die mögen das. Und von daher kann man das Ganze ein bisschen unterbinden, indem man die Oberfläche einfach etwas abtrocknen lässt auf 2-3 cm und dann einen kleinen Schluck Wasser wieder beigibt. Thema Gießen ist durch. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ich weiß, man kann sich im Mund fusselig reden über das Thema Gießen, aber ich werde immer wieder gefragt, wie oft muss ich meine Pflanzen gießen? Alle 2 Tage, alle 3 Tage, einmal die Woche. Das kann man nicht pauschalisieren. Es hängt davon ab, wie groß die Pflanze ist, wie lange sie schon im Topf ist, wie stark sie eingewurzelt ist. Ja, und auch natürlich die Raumluft und Raumtemperatur ist zu berücksichtigen. Auch der Standort, ob sie an einem sonnigen Fenster steht oder an einem schattigen Fenster steht oder wie auch immer. Das kann man nicht pauschalisiert beantworten. Und von da habe ich das jetzt mal versucht, einigermaßen klar zu machen. Natürlich, umso heißer es ist, umso mehr muss man kontrollieren. Das ist ganz klarer Fall. Gerade im Sommer kann es durchaus sein, dass man dann auch wesentlich mehr gießen muss. Also das muss man einfach beobachten und, ja, wie gesagt, beobachten. So ist das nun mal mit den Pflanzen und Gießen. So, damit sind wir für heute auch durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen, was ihr sonst noch so macht. Und jetzt kommen wir zum Adventskalender, denn es sind ja nur noch 2 Tage. Und von daher bin ich mal gespannt, was heute dort drinnen ist. Ja, der 23. im Klartext, noch ein Tag, dann ist Weihnachten. Dann haben wir alle Türchen durch. 23. Die Spannung steigt. Nichts drin. Super! Tja, so kann es gehen, ne? Es gibt auch Tage, da gibt es einfach mal nichts. Ist natürlich schade. Aber natürlich gibt es auch heute was, denn das hat hier einfach nicht reingepasst. Von daher zeige ich euch jetzt mal etwas, und zwar ist das das hier. Das war dort drin. Das sind Blätter vom, na, kann sich einer schon denken? Das sind Blätter vom, ja, nach Ahorn sieht's aus, nach Ahorn sieht's aus. Ja, und diese Samen sind hier in der Tüte drin, die Ahornsamen. Jetzt wollen wir mal gucken, von wem die sind. Lieber Detlef, vielen Dank für die vielen tollen Videos und Tipps rund um die Pflanzen. Anbei findest du ein paar Samen vom japanischen Goldahorn. Aza Shirasavanum aureum. Dieser Name, der klingt so geil. Ich hatte vor langer, langer Zeit, bestimmt schon 20 Jahre, ja mal so einen Ahorn, den habe ich dann verschenkt. Der sieht richtig geil aus. Da müsst ihr im Internet mal gucken, das ist ein richtig geiler Ahorn. Ja,
Die Samen sind vom Baum meines Vaters. Habe noch ein paar Blätter beigelegt, schon mal im Netz. Schau mal im Netz, wie toll die aussehen, wenn nicht gerade Herbst ist. Ja, stimmt tatsächlich. Im Herbst werden die Blätter natürlich bräunlich, sehen dann nicht mehr so toll aus, aber im Sommer ist das eine richtige Augenweide. Vor allem, wenn man dann noch einen dunklen Hintergrund hat, eine dunkle Hecke oder eine dunkle Pflanze, Strauch. Das sieht richtig geil aus, kann ich euch sagen. Ja, ich wünsche dir und deinen Lieben alles Gute für die Zukunft und eine schöne Weihnachtszeit. Viele liebe Grüße, Guido. Ganz, ganz lieben Dank, Guido. Tja, was soll ich sagen? Das heißt im Klartext, wir haben einige Ahorne dieses Jahr, die wir dann im Frühjahr aussehen werden. Die meisten, oder ich denke mal alle, werden natürlich kalt stratifiziert werden müssen. Ob mir das gelingt, werden wir dann sehen. Ich gehe davon aus, dass wir erst im Wasser einweichen für 2 Tage und dann das Ganze kalt stratifizieren. Entweder gucke ich, dass wir das zeitlich so hinkriegen, dass wir es draußen machen können, dass also noch eine Kaltperiode für die Samen draußen stattfindet, dass sie dann draußen keimen können oder gegebenenfalls im Kühlschrank. Aber es ist auch abhängig von der Witterung im Frühjahr, wie die Temperaturen und das Klima dann halt dementsprechend ist. Aber in der Regel ist es besser, wenn man sie tatsächlich draußen aussieht, wenn es möglich ist. Es bleibt spannend auch im nächsten Jahr, das sehe ich schon kommen. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja. Meine Güte, ein spannendes Jahr. So, bis denn. Ciao, ciao. Plants.